Moin moin Leute und herzlich willkommen mal zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich mal wieder mal ein besonderes Video für euch. Das letzte Mal habe ich euch mal ein Programm bzw. ein Tool mal gezeigt gehabt, wie ihr ja von YouTube Videos und MP3s downloaden könnt. Und da kam dieses Video sehr gut auf YouTube an und deswegen habe ich mal gedacht, ja, machst du mal wieder ein Video über ein Tool. Es ist kein besonderes Tool, wie ihr zum Beispiel ein fertiges Video, was ihr auf der Festplatte drauf habt, den Ton abspeichern könnt auf eure Festplatte, beziehungsweise konvertieren könnt. Ihr habt zum Beispiel ein Video auf eurer Festplatte drauf, ihr möchtet gerne die Musik davon auf eure Festplatte dann abspeichern. Das kann man natürlich auch machen. Es gibt mehrere Tools dafür, mit denen was man machen kann. Aber ich möchte euch in diesem Video eine Software zeigen, die eigentlich die meisten auf ihrer Festplatte schon bereits drauf haben. Und diese Software nennt sich der VLC Player. Ja, die meisten besitzen das schon auf ihrer Festplatte drauf, weil einige Programme bzw. einige Videos kann man nur mit dem VLC Player abspielen. Und deswegen haben das eigentlich die meisten drauf. Wenn nicht, ich verlinke euch das gerne nochmal in der Videobeschreibung, wo ihr euch das downloaden könnt. Ja, ich möchte gerne jetzt von einem Intro, zeige ich euch jetzt mal, davon die Musik auf meine Festplatte abspeichern, also konvertieren. Dazu spiele ich kurz mal das Intro mal ab. So, ihr habt es gesehen, das war das Intro gewesen und davon möchte ich die Musik jetzt auf meine Festplatte konvertieren. Ja, wie machen wir das jetzt? Das machen wir jetzt mit dem VLC-Player, ganz einfach und easy. Und dazu klicken wir jetzt hier oben, also wir öffnen ganz normal den VLC-Player und klicken dann hier auf Medien und dann auf Konvertieren speichern. Da klicken wir jetzt drauf, dann öffnet sich so ein kleines Fenster und hier müssen wir jetzt die Dateiauswahl hinzufügen. Also da klicken wir jetzt hier rauf. Wählen uns eine Datei aus, die wir natürlich als MP3 konvertieren möchten auf unsere Festplatte. In meinem Fall natürlich das jetzt Intro. Das öffnen wir und alles andere belassen wir so und klicken dann hier unten konvertieren, speichern. So, dann zeigt er hier uns noch die Quelle an, wo das Video sich befindet. Und hier unter Profil, da klickt er jetzt an Audio MP3. Ihr könnt ihr natürlich auch mehrere andere Profile anwählen. Ihr könnt zum Beispiel auch Audio Forbes, FLAC, CD und so weiter. Aber wir möchten natürlich das als MP3 abspeichern, weil das ist ja das gängigste so. Da klicken wir halt drauf. Einstellungen belassen wir so, das rühren wir gar nicht an. Dann wählen wir noch die Zieldatei, wo wir das hinspeichern möchten. Klicken wir halt da drauf. Ich sage jetzt auf den Desktop, speichere das dahin. Und dann klicken wir nur noch auf Start und dann ist es auch gleich schnell fertig. So. Zack, ihr seht es auch hier schon hier, das ist jetzt hier oben in der Ecke. Das ziehe ich mal hier jetzt runter und das öffne ich jetzt mal. Et voilà, da seht ihr, dass ihr ja als vom Video die Musik auf eure Festplatte konvertiert habt. Ganz einfach und easy. Und das könnt ihr natürlich mit allen anderen Videos genauso machen. Da müsst ihr halt gucken, wenn ihr lange Videos habt, kann das schon mal vorkommen, dass der VLC-Player etwas länger braucht zu konvertieren, je nachdem auch wie schnell euer Rechner natürlich auch arbeitet, wie viele Kerne der auch besitzt, weil der arbeitet meistens immer mit einem Kern und da muss man halt sehen, wie lange das dauert. Es kann manchmal auch 10 Minuten dauern, 5 Minuten dauern. Es ist je nachdem, wie groß eigentlich auch die Videodatei ist. Ja, das war's dann auch schon von diesem Video auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt doch dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann abonniert meinen Kanal gerne. Ihr könnt ja gerne nochmal in die, in die Kommentare reinschreiben, mit welchen Programmen ihr zum Beispiel von Videos den Ton auf eure Festplatte abspeichert oder konvertiert. Das könnt ihr mal gerne mal schreiben. Wird mich gerne mal interessieren. Aber wie gesagt, das ist die einfachste Methode, die ich euch zeigen konnte, weil die meisten besitzen halt nicht schon den VLC-Player auf dem Rechner. Und damit geht das eigentlich ganz einfach und schnell. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.